33, Verbesserung des Livestreamings von Stadtratssitzungen. Es gibt hier einen Änderungsantrag der CDU-Fraktion. Herr Kahn. Meine sehr geehrten Damen und Herren, wir haben zu dem Antrag einen kleinen Änderungswunsch. Auch wir denken, dass man das Livestreaming noch verbessern kann. Da muss man natürlich immer darauf achten, was wollen wir uns leisten, was ist vernünftig, was ist sinnvoll. Und ich denke, prinzipiell ist der Antrag zustimmungsfähig. Bevor ich unseren Änderungsantrag einbringe, noch zwei, drei Bemerkungen. Was wir auch aufgrund unserer Umfragen festgestellt haben, ist eigentlich ein sehr großes Problem beim Livestreaming, dass wir hier sehr oft die Tagesordnung verändern oder dass wir es den Zuschauern sehr, sehr schwer machen durch lange Abstimmungsdebatten oder auch Wahlen, dann immer genau zu dem Tagesordnungspunkt, der den Einzelnen interessiert, tatsächlich dem Livestreaming zu folgen. Insofern wäre ein etwas geordneter Sitzungsablauf auch bei diesem Thema sicherlich förderlich. Um vielleicht mal ein paar Zahlen zu nennen, wir haben in diesem Jahr bisher knapp 7.500 Nutzer gehabt, die sich das Livestreaming angeschaut haben. Interessanterweise greifen die meisten am Folgetag zu, wenn dann die Sitzung gelaufen ist und man sich sozusagen nochmal Zeit nimmt, nicht live dabei zu sein, sondern genau zu dem Punkt zu gehen, der einen auch interessiert. Wenn man das durch eine bessere Aufbereitung in Zukunft noch vereinfacht, ist das sicherlich sinnvoll. Unser Änderungswunsch bezieht sich auf den vorletzten Anstrich in diesem Punkt 1. Da geht es darum, dass hier vorgeschlagen wird, die Mitschnitte lizenzkostenfrei und völlig ohne Lizenzierungsmodell im Netz anzubieten. Das klingt zunächst mal löblich. Auf der anderen Seite beschäftigen wir uns ja gerade in einem Antrag mit dem Thema Open Data. Ich fände gut, wenn wir das in dem Zusammenhang besprechen und klären. Wir haben in der Fraktion durchaus einige Vorbehalte, wenn die Mitschnitte sozusagen für jedermann nachnutzbar und veränderbar und auch ja, in irgendeiner Form möglicherweise manipulatorisch verwendet werden können. Da muss man sicherlich nochmal unterscheiden zwischen Mitschnitten, die man so aus dem Landtag kennt und sozusagen von Berufspolitikern angefertigt werden, und aus dem Stadtrat, wo wir ja Hobbypolitiker sind. Insofern muss sicherlich der Berufspolitiker bei entsprechenden Nachnutzungen mehr ertragen können als der Hobbypolitiker. Um aber sozusagen die Akzeptanz auch in unserem Kreis an dem Livestreaming nicht zu gefährden, wir wissen ja, jeder muss entsprechend seine Einwilligung geben, hielt ich es für sinnvoll, dass wir diesen Punkt streichen. Wenn wir ihn streichen und Sie unserem Änderungsantrag folgen, können wir dann auch dem so geänderten Antrag zustimmen. Vielen Dank. Vielen Dank, Herr Kaden. Für den Einreicher, Herr Engemeyer, Sie sprechen. Sie gehen dann darauf ein, inwieweit Sie möglicherweise die Änderung dann auch übernehmen können, also die Streichung. Ja, sehr geehrte Herrn Bürgermeister, sehr geehrte Stadträte, Stadträtinnen und sehr geehrte Gäste. Was sind die Ziele von Politik? Politik, auch ehrenamtliche Politik, trifft wichtige Entscheidungen fürs Gemeinwesen, sie kontrolliert die Verwaltung und sie hat eben auch die Aufgabe, Entscheidungen transparent und nachvollziehbar nach außen zu machen. Und wie machen wir das? Wir machen das an vielen Stellen. Und wir machen das zentral auch nochmal hier, auch wenn manche, so manch Tagesordnungspunkt oder Debatte als Popanz oder Theater betrachten, aber in der Sache werden doch hier auch alle inhaltlichen Punkte nochmal vorgetragen und keine andere Veranstaltung, in denen Stadträte sich erklären, haben so viele Zuschauer, haben so viel Interesse wie die Stadtratssitzung. Der Herr Kaden hat es gerade schon erwähnt. Etwa 500 Zuschauer im Durchschnitt bei jeder Sitzung. Die Höchstzahl war im letzten Jahr eine Sitzung mit 3.000 Zuschauern. Wenn man
sich überlegt, welchen Aufwand es bedeuten würde, einen Saal oder irgendetwas dergleichen herzurichten, dass so viele Bürger oder Interessierte die Sitzung sich ansehen könnten, über die Kosten wollen wir da gar nicht erst reden. Livestreaming, das heißt, dass die Stadtratssitzung über das Internet zu Hause vielleicht auch jederzeit oder zu beliebiger Zeit nachhörbar ist, ist eben eine hürdenfreie oder eine hürdenfreie und eine kostengünstige Alternative. Und wir wollen diese Alternative eben noch ein bisschen besser machen. Und da haben es uns die Zuschauer auch sehr einfach gemacht. Es gab nämlich tatsächlich recht viele Zuschriften bzw. Kommentare von Nutzern, wie das Livestreaming verbessert werden kann. Wir haben aus diesen Verbesserungsvorschlägen einen Antrag gegossen und den will ich noch mal ganz kurz vorstellen. Der sieht zum Beispiel vor, Angebote einzuholen für die einzelnen Punkte, die sozusagen zu prüfen und mit Kosten zu untersetzen. So soll es auch einen reinen Audio-Stream geben, sodass man zum Beispiel von einem mobilen Endgerät oder mit niedriger Bandbreite zumindest dem Ton verfolgen kann. Der Video-Stream soll um die Namen der Redenden und die Tagesordnungspunkte ergänzt werden. Das löst auch das Problem von Herrn Kaden zumindest ein wenig, weil wenn man dann irgendwann in den Stream hinzustößt, weiß man zumindest, was gerade diskutiert wird. Ganz wichtig ist auch, dass die Sitzungen für eine längere Zeit archiviert werden. Im Moment werden sie ja depubliziert, sobald die nächste Sitzung ansteht. Und damit kann man eben nicht nachvollziehen, warum zum Beispiel zwei Sitzungen vorher zu einem ähnlichen Thema die eine oder andere Entscheidung getroffen ist, es sei denn, man nimmt sich wieder das ganze schriftliche Protokoll vor und sucht sich es dort heraus. Wir wollen auch, dass sozusagen die Ratsunterlagen, die wir im Moment schon elektronisch haben, so aufbereitet werden, dass ich sie bequem neben das Video legen kann, beziehungsweise dass sie da leicht verlinkt werden. Und wir wollen auch prüfen, was es kosten würde, die Teilhabe von Behinderten an den Stadtratssitzungen oder Menschen mit Behinderungen zu erleichtern. Dazu wollen wir prüfen, was ein Gebärdendolmetscher kosten würde und auch eine automatische Untertitelung. Der Gebärdendolmetscher wird wahrscheinlich sehr viel kosten. Da müssen wir uns dann überlegen, ob wir dieses Geld haben und dafür aufbringen. Eine automatische Untertitelung ist wahrscheinlich dagegen vermutlich etwas preiswerter zu haben. Wir müssen einfach dann sehen, was es kosten wird und ob es uns das wert ist. Ich denke, es sollte uns das wert sein. Außerdem, auf den Punkt, den Ergänzungsantrag komme ich, oder Änderungsantrag komme ich gleich noch zu sprechen, wollen wir, dass die öffentlichen Teile der Ausschusssitzung auch zumindest als Audioprotokoll abrufbar sind. Sie wissen alle, dass die Ausschusssitzungen nach sächsischer Gemeindeordnung nicht öffentlich sind, sobald sie beratend tätig sind. Das trifft auf die meisten Tagesordnungspunkte der ganzen Ausschüsse zu. Das heißt, die öffentlichen Teile sind meistens in einer halben Stunde, wenn überhaupt, abgehandelt. Wenige Bürger machen sich dafür den recht weiten Weg. Wenn es diese Sitzungen zumindest als Audioprotokoll zeitnah im Netz gäbe, könnten Sie vielleicht die zumindest auch nachvollziehen. Leicht. Außerdem wollen wir prüfen, wie bei wichtigen Einwohner- und Bürgerinnenversammlungen, ob nicht auch diese mit einem Video- oder Audiostream übertragen werden können. Zum Beispiel denken wir an die Debatte zur Königsbrücker Straße, wo Stadträte und Bürger draußen standen, weil sie nicht hineingekommen sind. Der Punkt mit der CC0-Lizenz hat eben die Aufgabe, dass eben solche Mitschnitte auch weiterverbreitet werden können. Und das trägt zur Öffentlichkeit halt bei. Von daher finde ich Ihren Änderungsantrag, also vor allem, da Sie es komplett streichen wollen, sehr schwierig. Vielleicht hätte man sich im Vorfeld darüber verständigen können, ob es jetzt vielleicht nicht CC0 sein soll, sondern ein anderes Lizenzmodell. Aber sozusagen die Möglichkeit, auch Beiträge, zum Beispiel meinen Beitrag, wenn ich mein Video dann nehme, weiterzuteilen, das sollte bestehen bleiben. So funktionieren soziale Medien im Moment. Ich glaube, wir sollten uns im Interesse der Öffentlichkeit da auch nicht verschließen. Vielen Dank. Vielen Dank, Herr Engelmeier. Frau Harzendorf. Sehr geehrter Herr Zweiter Bürgermeister, sehr geehrte Kollegen und Kolleginnen,
Ich freue mich, dass wir uns einig sind über das Ziel, dass wir unsere Arbeit einfach transparenter machen wollen und das Livestreaming verbessern können. Ich will nur ganz kurz was sagen zu Ihrem Änderungsantrag. Ich weise darauf hin, dass wir, und das ist eben ganz besonders wichtig, dass im ersten Satz von dem Antrag steht, bei Wahrung der Persönlichkeitsrechte der Redenden. Und da steht eben auch drin, über angemessene Informationen und über Einwilligungsmodalitäten. Daher bitte ich Sie wirklich, Ihre Zustimmung vielleicht auch nochmal zu überdenken und nicht wirklich von der Streichung abhängig zu machen, weil Herr Engmeier hat schon gesagt, dieses Lizenzmodell stellt halt einfach sicher, dass man nicht eine zusätzliche Barriere einbaut, sondern dass man eben diese größtmögliche Transparenz auch tatsächlich mit der entsprechenden Möglichkeit auch umsetzen kann. Und die Persönlichkeitsrechte, das ist ganz wichtig, die müssen wir natürlich wahren. Und ich denke aber, dass wir einfach, wenn wir uns auf den Weg begeben, auch Modalitäten finden, um das zu tun und Missbrauch zu vermeiden. Ich habe das jetzt noch nicht gehört, dass im Großen, also das nur für Missbrauch genutzt wird, sondern es ist in erster Linie wirklich einfach das Modell, um diese größtmögliche Transparenz herzustellen. Ich bitte daher um Zustimmung zu unserem Antrag. Danke. Vielen Dank, Frau Hasnoff. Weiteren Redebedarf sehe ich nicht. Brauchen Sie noch mal ein Schlusswort, Herr Engmeier? Das reicht. Ist okay. Dann würde ich zunächst den Änderungsantrag der CDU-Fraktion auf Streichung der Zeile mit dem Lizenzmodell CC0 stellen und bitte Sie ums Handzeichen, wenn Sie dem Änderungsantrag der CDU-Fraktion zustimmen. Bitte um Zählung. Gegenstimmen? Enthaltung? Ist bei 28 Ja-Stimmen, 36 Nein-Stimmen und einer Enthaltung abgelehnt. Wir kommen damit auf die unveränderte Beschlussempfehlung des Ausschusses für allgemeine Verwaltung, Ordnung und Sicherheit. Und ich bitte Sie um Handzeichen, wenn Sie dem zustimmen. Gegenstimmen? Enthaltung? Ist bei 39 Ja-Stimmen, 29 Nein-Stimmen und einer Enthaltung so zugestimmt.